Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. So, in der letzten Folge haben wir uns einen kleinen Teil der Map angeguckt und ich scroll jetzt mal raus. Jetzt wisst ihr, wie viel wir erkundet haben und wie viel uns noch erwartet. So, dann, was war in der letzten Folge noch los? Genau, die Nationalsozialisten und die Wikinger. Viele behaupten ja, nur weil es gibt, wie unten der Glücksknoten schon in der letzten Folge gesagt, Runen, die gewissen Zeichen der Nationalsozialisten ähneln. Und wenn man Thors Hammer oder Yggdrasil als Kettenschmuck um den Hals trägt, dass man gleich ein Nationalsozialist ist, das ist komplettes Vorurteil, was überhaupt nicht stimmt. Die nordische Mythologie und die Nationalsozialisten sind ein himmelgroßer Unterschied und haben nichts miteinander zu tun. Die Nationalsozialisten, also der Adolf, nennen wir ihn jetzt, so wie er auch heißt, hat sich die Wikinger als Vorbild genommen, weil die Wikinger teilweise eine Kriegerrasse waren und auf dem Schlachtfeld bis zum Tod gekämpft haben, um nach Valhalla zu kommen. Nur deswegen. Er hat auch einige Zeichen und Runen übernommen und das wurde dann im späten Nachkriegszeit, in der späten Nachkriegszeit wurden die natürlich von den weiteren nationalsozialistischen Anhängern auch genommen, übernommen, weil die dem sogenannten Haarkreuz ja ähneln. Und Wikinger und Nationalsozialisten haben nichts miteinander zu tun. Der Adolf hat damals auch aus dem indischen Raum ja das Hakenkreuz übernommen, nur hat er es umgedreht, also spiegelverkehrt genutzt für sich. Und ihr seht, die Nationalsozialisten, die haben pochen immer drauf, was gegen Ausländer zu haben, aber haben selber aus Dänemark, aus Skandinavien, aus Indien Runen und Zeichen übernommen, was ja komplett widersprüchlich ist. Und ja, deswegen verstehe ich die Nationalsozialisten nicht. Einige haben mich auch schon als Nationalsozialist hingestellt. Vielen Dank dazu, weil das stimmt hinten und vorne nicht. Ich habe meine Meinung zu allem, was bisher passiert ist und noch passieren wird. Jeder hat seine Meinung. Es herrscht die allgemeine Meinungsfreiheit. Die darf einem keiner nehmen. Okay, weiter im Kontext mit den Wikingern. Die Wikinger waren Bauern, Feldarbeiter. Es gab Krieger unter ihnen. So ein Alltag der Wikinger, die jetzt zum Beispiel auf dem Feld gearbeitet haben, bestand darin, früh aufzustehen bei Sonnenaufgang. Haben eine kleine Mahlzeit zu sich genommen, wirklich nur eine kleine, sind auf die Felder gegangen, haben die Tiere bewirtschaftet. Zur Mittagssonne rum haben sie dann Brot und Bier. Arschloch! Brot, Bier, Milch getrunken, Wasser. Moment, ich muss kurz, genau. Ich hab einen Bogen. Ah, okay, nee, hier wird neues Zeug freigeschaltet. Haben auch mal Wasser getrunken, natürlich nur Süßwasser. Dann haben sie den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet. Gegen abends sind sie nach Hause gegangen, haben eine richtig deftige Mahlzeit zu sich genommen. Meistens war es Suppe aus diversen Pflanzen, Kräutern, Pilzen, Beeren, Wurzeln, mit Fleisch versehen, mal auch ohne, mal mit Haferbrei, weil Hafer war
bei den Wikingern das meistverbreitetste, was auch angebaut werden konnte, bei ihrer Witterung in Skandinavien und Norwegen. Ich glaube, dass es Hafer war. Ich kann mich auch täuschen, dass es Gries war. Aber irgendeine eine Kornsorte war es auf jeden Fall. Und haben dann abends eine deftige Mahlzeit gegessen mit selbstgebackenem Brot. Rezepte dazu findet man auch sehr viel im Internet. Und vielleicht mache ich dazu auch mal einen kleinen Vlog, wo ich so ein Wikingerbrot herstelle. Oder eine richtige Wikinger-Mahlzeit. Mal schauen. Das steht noch in den Sternen. Und haben dann sich noch um ihre Frau und ihre Kinder gekümmert. Ja, und dann war schon wieder Schlafenszeit. Das war halt so der Alltag der Bauern, der Wikinger. Krieger natürlich haben sich auch um ihre Familie gekümmert. Wollten, dass es ihrer Familie gut geht. Sind auf Brandschatz und Plünderung gegangen. Haben natürlich dann auch getötet. In Schlachten. Haben Schmuck. Also Wertgegenstände jeglicher Art mitgenommen, haben, was ist das, Münzen, okay, Bernstein, haben wirklich alles mitgenommen, was von Wert war, auch die Waffen und Rüstungen der Gegner, weil diese meist besser waren. Und ja, der Alltag eines Kriegers zu See, zu Land, auf Beutezug, kämpfen, töten oder getötet werden. Zu Hause angekommen haben sie sich wieder nur um die Familie gekümmert. Wirklich, Frau und Kind stand an erster Stelle. An zweiter Stelle stand der Jarl, der sogenannte Vorstand, Chef des Wikinger-Dorfes. Und zwischen Jarl und König ist ein himmelgroßer Unterschied. Der König von Skandinavien, Norwegen, Dänemark hat das ganze Land regiert. Der Jarl hat bestimmte Abstände regiert. So wie hier die Bundesregierung das Land regiert und die Bürgermeister der Städte die Städte regieren. So kann man das sehen. Und ja, es gab bei den Wikingern auch viele Berufe. Es gab den Holzfäller, es gab den Schmied, den Bauern, den Schiffsbauer gab's, den Hausbauer gab's. Also im Grunde alles das, was es jetzt gibt, gab es damals auch. Was ist das? Wow. Okay. Und es gab den Fischer, halt den Krieger. Es gab Wachleute, die, oh schön, die direkt einen Beruf als Wachmann hatten, als Leibwache des Jarls, seiner Kinder. Und ja, also, was es heutzutage gibt, gab es damals früher auch schon. Und Alter. Ich glaube, ich habe das Dorf gefunden, wo ich mich niederlasse. Hier sind sogar Betten. Aber die kann ich nicht benutzen. Und das Haus steht ein bisschen scheiße, um ehrlich zu sein. Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade vom Thema abweiche, aber. Ey. Geil. Aber ich glaube mal nicht, dass ich hier mich niederlassen werde, sondern in einem kleinen Haus am See, Ozean. Was auch immer das war. Ja. Aber hier könnte man eigentlich Holz farmen.
Und es wird mir ein bisschen zu dunkel gerade. Ich möchte vielleicht mal so langsam zurückgehen. Wir haben einen Bruchteil von dem aufgedeckt, was ich eigentlich aufdecken wollte. Au. Und ja, ihr seht, es wird immer dunkler. Wir werden uns jetzt mal so langsam zurückbegeben. Ich denke mal, dann hat die Folge auch ihr Limit erreicht und ist zu Ende. Und was? Was? Die schießt mich ab? Was sind denn das für Drecksäcke? Hilfe? Also so haben wir nicht gewettet hier. Hier liegt noch ein bisschen Holz. Wie viel Holz haben wir dabei? 46. Und wie viel Stein? Was? 50. Ah, okay. Jetzt kapiere ich die Schematik mit dem Stacken hier drin. Warum kriege ich aus diesen Viechern gerade Baumharz? Das verstehe ich irgendwie nicht. Hier ist wieder so ein Runstein. Was? Ey! LOL! LOL! Hier war ein Skelett! Ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt. Ist ja schon fast wie Minecraft. Ach, wisst ihr was? Höre diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine und gutes Holz finden. Also alles, womit du ein Haus bauen kannst. Fertige ein Dach an, das du dich vor dem Regen was dich vor dem Regen schützt. Errichte danach Mauern, um dir um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinaus gelangst. Diese Dinge hat Ulf gelernt. Jetzt hält er sie auf diesem Stein fest, um andere zu helfen. Bete für seine Seele zu Odin. Ich kann leider nicht beten, es tut mir leid. Ja. Essen, 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 essen. Okay, und hier unten sind wir dann auch gleich wieder am Strand. Dann werden wir uns erstmal um das eine Haus kümmern. Okay. Das war jetzt unerwartet, dass ich direkt bei meinem Grundstück wieder rauskomme, aber okay. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Und ich will jetzt da hinten zum Runenstein und dann zu dem Haus gehen, denn das Haus an sich sieht babamäßig aus. Also, geil. Und ich würde gern mich da aufbauen. Das dann da hinten offscreen wieder abreißen. Hier gibt es auch Früchte. Alles nach hier hinten verlagern. Das mache ich aber alles offscreen dann. Halbreisender, höre meine Warnung. Du bist nicht der Erste, der hier erschien. Viele sind dem Ruf Odins gefolgt. Doch der Weg, der vor dir liegt, ist hart und gefährlich. Stopp. Du kleine Lizard. Nochmal auf Minecraft zurückzukommen, das könnten zum Beispiel die Zombies sein. Dann solltest du deine Behausung an diesen Auen weit weg von den Bäumen errichten. Hüte dich vor dem Gehörnten und verschone die Seinen. Hüte dich vor dem Gehörnten. Was soll das heißen?
Ich würde gerne den Stein wegmachen, der nervt. Um ehrlich zu sein, der nervt wirklich. Drei. Ich kann halt wirklich weiterbauen hier. Geil. Ich müsste so bauen, ja? Kann das sein? Ja. Ja, ich mache schon wieder das, was ich nicht sollte. Und es ist mir eindeutig zu dunkel. Ich kann keine Fackel nehmen, während ich... Doch. Und die drei? Nee, das geht tatsächlich nicht. Das ist schade. Und hier geht's hoch. Okay, da haben wir schon das erste Problem. Das Haus steht so schön, dass man damit nicht wirklich was anfangen kann. Schade, hier wäre ich gern geblieben. Bin ich ganz ehrlich. Kann ich aber den Spaß abreißen? Ja. Bekomme ich halt wieder Holz. Okay, Welt wurde gespeichert, deswegen der Leck. Und wir haben wieder mehr als genug Holz, würde ich sagen. So viel Holz, dass ich es nicht mehr aufheben kann. Wow. Ernsthaft jetzt? Ich trage zu viel. Okay. Alter, meine Ausdauer sinkt aber sowas von. Eine Keule können wir uns auch nochmal craften. Drei, weg damit. Schade eigentlich, weil hier zum Beispiel, wisst ihr was, wir bleiben hier. Wir bauen hier nur ein bisschen anders. Wie gesagt, das werde ich aber offscreen machen. Und ich regeneriere nicht. Schön. Scheiße. Ich habe keine Energie. Oh, im Floß. Ich habe keine Energie mehr und damit kann ich auch nichts bauen. Geil. Ich kann das nicht rauswerfen, oder? Doch. Ich muss erstmal hier eine Werkbank hinstellen, damit ich hier überhaupt was bauen kann. So. Hallo.
Machen wir das da und das da für den Anfang. Das nehmen wir wieder auf. Quatsch noch kurz mit dem Raben. Wenn du zu viele Gegenstände mit dir führst, wirst du beladen, wodurch du langsam wirst und an Ausdauer verlierst. Ja, das habe ich jetzt mitbekommen. Das haben wir jetzt mitbekommen. Ich möchte das Haus gerne 5x9 haben. 3, 4, 5. Ich darf ja jetzt das letzte hier nicht mitzählen, leider Gottes. Auch das wird dann so kacke aussehen, um ehrlich zu sein, aber das ist mir Wurst. Der Boden passt bis jetzt alles haargenau, das ist nice. Die Frage ist jetzt, kann ich hier unten auch Wände anbringen? Nee. Muss ich mal gucken, vielleicht geht das mit dem... Okay, hat sich erledigt. So, den Rest mache ich dann offscreen, weil ich denke mal nicht, dass ihr sehen wollt, wie ich farme, baue und. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Wenn ihr Lust habt zu spielen, kommt auf mein Discord, Link in der Videobeschreibung. Und dann gebe ich euch das Passwort und könnt ihr mit mir zusammen zocken. Oder ihr baut euch selber auf, das ist mir egal. Und ja... Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.